Hallo zusammen, heute möchte ich euch anhand dieses Spazierstockes zeigen, wie wir die Fliehkraft scheinbar überlisten können. Es ist ganz einfach, die Fliehkraft kennt jeder von euch. Wenn wir den Spazierstock hier in die Hand machen und wir bewegen ihn hier so rum, schnell, bleibt er förmlich dran kleben. Man sieht, ich lasse den Daumen gleich gehen, bleibt er kurz dran kleben. Wir können natürlich jetzt mit geistigen Mitteln jetzt hier keine Berge versetzen. Ne? Aber was ist, wenn wir die andere Hand wieder zunehmen und wir können mit der anderen Hand die Kraft verstärken, die wir hier zum Rumziehen nehmen? Ist es uns dann möglich, dass der Spazierstock regelrecht hier dran kleben bleibt? Wir können es probieren. Natürlich müssen wir den richtigen Punkt hier finden an der Hand. Ja, wir können also nicht hier hinten anfassen oder hier, dann geht es wahrscheinlich nicht. Das wird sich hier in diesem Bereich abspielen. Also hier müssen wir das anfassen und hier haben wir die gute Kraftübertragung. Wie das jetzt geht, werde ich euch zeigen. Ja, ich halte den Stock noch fest mit dem Daumen und wenn ich ihn gehen lasse, werde ich gleich die Fliehkraft ansetzen. Wir werden also versuchen, mit dieser Hand, ja, am besten hier in dieser Ecke, hier in diesem Bereich, werden wir anfassen, die Hand mit rumzuziehen. Dann haben wir doppelte Kraft und dann können wir auch auf den Spazierstock mehr Energie aufwenden. Natürlich können wir mit unseren Gedanken keine Berge versetzen. Aber ich werde es euch zeigen, wie das geht. Jetzt halte ich den Daumen noch fest, ja, damit er nicht runterfällt. So. Und ich werde dann den Daumen gehen lassen. Achtung, fertig, los. Ja, er bleibt, aber nur ca. 3 Sekunden. Dann fällt er wieder runter. Aber ihr könnt es mal probieren, vielleicht schafft ihr es auch. Und wenn ihr es nicht schafft, dann werde ich euch im nächsten Video zeigen, wie ihr es schaffen könnt. Und immer schön dran denken, wir schaffen das. Tschüss, bis zum nächsten Video.